So, wir haben neue Axt gefunden, neue Fähigkeiten, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach weiter und suchen mal nach den Plündersachen. Schwierigkeitsstufe 3. Alles gut, wir werden das hier ganz schnell machen. Hallo? Kann ich auch die Fähigkeiten eigentlich? Moment mal. Ich wollte gerade meine Fähigkeiten auf die andere Taste. Weil, Q und R. Q und R kann ich auf meine Maus belegen. Will ich gucken, ganz kurz. Q und R. Wo ist das? Boah, wo ist das? QR. Jo. So einfach können wir das machen. Auf Maus belegen. So, Werte ändern. Wir brauchen auf jeden Fall Leben. Und wir gehen ja jetzt auf Axt, würde ich sagen. Das heißt, hier die Stärke haben wir auch nochmal rauf. Was? Du hast einen für Gebietsrufpunkte. Was mache ich damit? In der Stufe des Gebiets kannst du verschiedene Vorteile für das Gebiet freischalten. Rufzugewinn. Du erhältst 5% mehr Gebietsruf, solange du im Immerfall bist. Du erhältst mehr EP zugewinnen, solange du im Immerfall bist. Das wäre geil. Das habe ich jetzt natürlich auf die Maustaste gemacht. Ja. Schiffswind. So. Öffnen. Okay. Vorrat. Öffnen, öffnen, öffnen. Bevor jemand kommt. Öffnen, 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 öffnen. Ha, ha, ha. Er sucht nach der anderen Aufzeichnung. Er denkt auch. Die Aufzeichnungen sind hier. Einfach draufmetzeln, Leute. Einfach draufmetzeln. Einfach draufmetzeln. Die Fähigkeit, dass ich renne, gefällt mir. Hello guys, hallo, hallo. Laufen wir mal auf ihn drauf. Hat er gerade auf mich einen Bogen geschossen? Kitana, Level 17, du such die. Gitana. Nicht mit mir, komm. Aber wir sind natürlich ein bisschen lahmarschig, ne? Aber nicht schlimm. Ich meine, welche Stufe ist denn? Oh, gucken wir gleich, gucken wir gleich. Ah, er hat auch schweren Angriff gemacht. Ich meine, welche Stufe sind wir denn mit der Waffe? Stufe 3. Okay. Oh, mitnehmen. Stufe 4 machen und dann gehen wir rüber auf die andere Waffe wieder. Wir testen mal, wie viel Schaden diese andere Waffe macht. Okay, wir müssen darüber.
Da müssen wir rein irgendwie. Oh mein Gott. Okay. Er hat mir geholfen, so. Schneller Drehangriff. Was passiert hier? Feldlager noch nicht freigeschaltet. So, hier muss das eigentlich sein, was wir suchen. Sammle am Heck folgendes Schiffs auf. Dieser Drehangriff, ne? Dieser Drehangriff. So, was können wir beim Schwert eigentlich machen? Stürme nach vorne, dadurch stößt du gegen und verursacht 150 Waffenschaden. So, wir wollen das testen. Ah, okay. Können wir noch nicht wechseln, weil er auflädt. Also, Axt gefällt mir gut. Aber ich will jetzt auch mal das andere testen. Außerdem müssen wir mal gucken, Attribute, wo ist Attribut für Ausdauer? Gesamtgesundheit. Oh, ich habe irgendwas hier gefunden. Gerade wollte ich mir etwas aufsetzen. 107. 100. So. Oder so. Leicht, das ist schwer. Wir tragen leichte Sachen. Was ist das? Was ist das? Aufgabengegenstand, okay. So, wir wollten eigentlich aber jetzt unser Schwert benutzen. Ah! Ich habe Schwert auf 2 gemacht. Ja, geil, Leute. Schwert, das umändern. Das ist Vorteil von Schwert. Man ist einfach verdammt schnell. Bevor die was sagen können, zack, 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 mehrere Stiche, ne? Ich will seine dritte Fähigkeit jetzt gleich freischalten hier. Auch stark, ne? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ah, Moment mal. Moment mal. So, jetzt will ich mal das testen. Oh, aber damit haben wir seinen Schutz direkt weggehauen. Damit haben wir seinen Schutz direkt weggehauen. Wir können ja Dings und dann, wie komme ich da hoch? Schiffsflagge, sammeln wir das ganz schnell. Sauber. Die Schiffslage haben wir. Rüberrennen. Wie komme ich da hoch? Ich bin so lebensmüde. Aber anders geht das nicht, Leute. Cyan, komm. Kabuki, komm. Hoch hier. Rauf hier. Hier hoch müsst ihr. Ihr müsst hier hoch. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir.
Zu mir, zu mir, zu mir. Komm zu mir, come to me, come to me. Upstairs, upstairs, upstairs. Doch nicht nach unten fallen. Ja, schön machst du's. Lauf, Junge, lauf, Kabuki. Ja, sauber. Ja, sauber. Ja, fein machst du's, fein. Ich geh nach unten, ich will den Boss erledigen. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Oh, man kann die Kamera näher? Weiter raus? Oder näher ran? Ein bisschen näher ran besser. Drei Leute gegen mich oder was? Drei Leute gegen mich oder was? Nimm das. Drei Leute gegen mich oder was? Gefühlt nicht, ey. Drei Leute gehen auf mich, ey. Also ich sag's euch, die Kombi ist im Moment mega mächtig. Man macht jetzt hier diese Attacken. Dann ändert man sofort schnell um und macht einfach die Attacken weiter. Wobei, ich muss das wieder umändern auf QE. Man gewöhnt sich echt an die Tasten. Standardeinstellung. Jo, so. Habe ich jetzt hoffentlich nicht meine Sicht und so umgeändert. Nö, okay. Man gewöhnt sich irgendwie an QE, also... Guck mal, ich zeige euch das mal, was ich meine. Angriff. Angriff. Dann direkt... Weiter damit. Boah, habe ich daneben geschlagen? Okay, das kann vorkommen. Zu mächtig, Leute. Zu mächtig, einfach nur. Wir haben die Waffenwechsel nicht damit gemacht. Oh, stopp. Zu mächtig. Ich habe dich gerade gerettet, auch egal. Ich habe ihn gerade gerettet. So, lauf. Oh, der wollte Sprungattacke. Der kleine Halunke wollte einfach Sprungattacke. Easy peasy, easy peasy, wir schaffen das hier, easy peasy, wir schaffen das alles hier. Oh, da hat sich einer bequem gemacht hier, hallo. Spielt nur Solo, okay. Henker, viel Spaß beim Solo dann. Ich dachte, wir schließen Freundschaft. Henker, adieu, mein Freund. Hi, Mom! Hallo? Hat irgendjemand hier meine Rüstung geklaut? Wer von euch hat meine Rüstung geklaut? Ashley, warst du das? Hi, Mom, warst du das? Ey, wer hat jetzt hier meine Rüstung geklaut? Ey! Das finde ich nicht mehr lustig. Irgendjemand hat von euch hier meine Rüstung geklaut. Dann wollen wir mal. Danke. Oh, zu lustig. An die Schiffe, die hier Bogen will ich gar nicht haben eigentlich. Tradition in Immerfall. Es mag albern erscheinen, aber dadurch fühlen wir uns mit der alten Welt verbunden. Okay, schließt du folgende Aufgaben ab. Bogen. Es sind immer noch Überreste der Verderbnis hier und das ist
Durchaus. Nicht gut. Nicht gut. Woher rührt die Verderbnis? Kommt drauf an, wen du fragst. Einige sagen, sie sei Ausdruck der inhärenten Bosheit der Menschen. Andere sehen sie als eine Art Erkrankung des Gehirns. Ich weiß nur, dass sie Ärger bedeutet und nicht zu unterschätzen ist. Nicht gut. Genauer gesagt, ist das eine echte Katastrophe. Wenn die Verderbnis hier Fuß fasst, wird sie in 0, nichts die Siedlung erreichen. Was können wir tun? Ganz einfach. Wir müssen die Quelle finden und sie zerstören. Was es auch ist, es ist wohl in der Unterströmungshöhle. Sieh dich mal dort um, aber sei bitte vorsichtig. Jede Art der Verderbnis ist unglaublich gefährlich. Okay, wir nehmen die Aufgabe auf jeden Fall. Untersuche das Gebiet. Haben wir jetzt eigentlich Nebengeschichten? Haben wir nicht. Okay. Gut, wir gehen mal dahin. Unser Freund da ist immer noch da. Ach, Henk, allein bist du immer noch hier. So einsam und allein, schön am Lagerfeuer. Ein Henkerlein war allein, denn er spielt nur Sololein. Okay, ich muss los. Ciao, ciao, Henker. Der denkt sich auch so bekloppt. Kado, hätte ich dir nicht geholfen, wärst du tot. Ja, ich meine, das ist jetzt ernst hier, nur, ne? Ja, zeig mal, was du drauf hast. Ja, komm. Da unten sind zwei. Los, geh rauf da. Oh, er traut sich was. Nice, sag ich doch. Ja, Mann. Du wirst der geborene New World Experte. Ich spüre es. Du schaffst es. Komm da beim Lagerfeuer. Schnapp ihn dir. Ah, das hätte nicht sein dürfen. Er hat dich einmal getroffen. So wird das nichts, mein kleiner Lehrling. Kado, du Lehrling. So wird das nichts. Du musst auch blocken. Schon wieder hat er dich getroffen. Also, Lehrling, ich bin von dir enttäuscht. Mal gucken, ob du das jetzt schaffst. Nee, okay. Der sagt sich egal. So, ich gehe weiter, Leute. Oh, es ist dunkel geworden. Alter, was mischst du dich da ein? So, wie es weitergeht in der nächsten Folge, sagt ciao, ciao.